Ach komm. Geh, geh, geh. Ja, genau, geh. Geh. Ja, du sollst gehen. Geh. Hopp, hopp. Ich mag dich nicht. Geh, bitte. Ich hab bitte gesagt, du musst. So. Geh, bitte. Kugelfischeimer, Kürbis. Farn, was ist ein Farn? Kenne ich nicht. Geweihkorallenblock. Das kann ich mir alles selber besorgen, wenn ich schwimmen gehe. Tschüss. So. Mal kurz mit der Spitzhacke arbeiten. Ah, Kohle. Es war so klar. Ach komm, ich hab's so gewusst. Ach jo, so ist es, gell. Da kann ich nichts machen. So, dann nehmen wir das hier schon wieder aus, damit es auf einer Ebene ist, damit der Gras wachsen kann. Lassen wir Gras über die Sache wachsen. So. Ja, wenn das nicht mal nachhaltig ist. So. So. Es ist ja immer noch da. Geh bitte. Du sollst bitte gehen. Alter. Ach, Digga, hau ab. Ich will nichts kaufen. Dein Angebot ist auch nicht gerade das Beste. So, Kopf. Zack, zack. Jetzt gewöhne ich mir das auch schon an, dieses. Oh. Oh. Später denke ich auch nur noch an Blöcke.
Warte mal, bis hierher. Okay. So, Dele. So, das war's jetzt mit der Schaufel. Jetzt habe ich nichts mehr da. So. Aber die Spitzhacke haben wir noch. Jetzt setzt die Musik wieder ein. Schau. Hörst du es? Vor allem schau. Hörst du es? Ja. Seid mal still. Ich glaube, ich rieche was. Das ist Kies. Das erkennt man stellenweise gar nicht. So. Trotz der geschmeidigen Grafik. Jetzt merkt man, dass das Inventar voll ist. Das Zeug liegt jetzt hier rum. Wahnsinn. So. Hält das die noch aus? Ich denke schon. Ne? Die spawnt das eigentlich nach einer Zeit? Ich glaube nicht, gell? Das bleibt immer liegen. Hey, du da oben, gell? Sei vorsichtig. Kinder haften für ihre Eltern. Weißt du Bescheid? Ja. Long. Okay. Und voll. Es wird auch schon wieder dunkel. So, jetzt habe ich mich eingegraben. Sollte aber kein Problem sein. Nein, ist nicht. So. Huch. Das war knapp. Da gerade was? Ach, das war bloß der Glanz. Okay, der Schimmer. Des Lichts im Wasser. Ich habe gedacht, da liegt was drin. Nee, ist aber alles gut. Kurz in den Keller. Auf Kies. Da. Die Hälfte rausschmeißen.
Blümele. Ach, die packen wir da nicht. Zack, zack. Samen sind nach oben. Wo habe ich denn jetzt die Leine her? Ist die vom Händler? Hm. Weiß es nicht. So, ich wollte aber auf jeden Fall noch einmal hier Äxte, ach, Spitzhacken bauen und schaufeln. Schaufeln vor allem. Also da, ja. Jo. Und schaufeln. 1, 2, 3, 4. Zack. Sehr gut. So. Das Unrat noch raus. Das geht raus, das geht raus. Den hat man hier unten mit bei, ne? Jo. So. Den Trick kann ich eigentlich auch weglassen. So, das nutze ich dann fürs Haus. So, jetzt liegt die mal schlafen. Warte, noch nicht. Das geht hoch, das geht hoch. So, perfekt, neuer Tag. Und weiter geht's im Steinbruch, wollte ich schon sagen. Da hinten ist ein Creeper. Ja. So. Gut, das ist echt Mordsarbeit, die ich mir hier gerade mache. So. Aber es wird langsam größer. So, mach ich nochmal so. Aber nur für mich als Gedankenstütze. Das wird dann ausgetauscht mit einer Holzwand. Mit dem Holz oder vielleicht mit einem anderen Holz, wenn wir nochmal unterwegs sind, dass wir vielleicht dieses Fichtenholz finden. Dass es ein bisschen dunkler ist. Weiß ich gar nicht, ob es das hier auf diesem Kartenabschnitt gibt, wo ich mich befinde.
Ella Edge. Ja, komm, raus. Aber wieder Kupfer. Jetzt schon wieder abgehauen. Warte mal, kann ich die nicht auch anlocken? Ach, du bist doch noch da. Ah, die nerven mich gerade ein bisschen. Er macht zwar nichts, aber er steht halt im Weg, ne? Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Es ist nur Erde abbauen. Das ist echt eine Menge, ne? Vielleicht sollte man das einfach erstmal hier so ein bisschen abstecken. Weit man da eigentlich rausgehen möchte. Wow, das ist echt brutal. Brutal viel.
Hier. Ja, mein Gott. Also ich denke mal, dass die Größe sollte dann erstmal reichen. Die sollen ja einfach nochmal in die frische Luft kommen. Die Kühe. Für den Viecher. Ja, ich werde jetzt auch die Schaufel aufbrauchen. Und das Steinzeug, das machen wir dann. Aber wir haben wenigstens angefangen. Der Grundstein ist gelegt. Beziehungsweise abgebaut. Weil das doch sehr, sehr eindrücklich wird. Aber wir müssen ja noch viel weiter denken. Wo wir noch buddeln können. Ihr seht, es ist echt viel zum Abtragen. Es wird auch schon wieder dunkel. So, das war's mit der Schaufel. So, jetzt erstmal heim. Ist es auch gleich wieder voll, ne? Hochsand. Halt. So, Kies war. Nee. Wo war der Kies? Zack. Cool. Ja, cool, lasse ich da. Ach, hätte ich gar nicht Baum brauchen. Schau mal, ich habe hier noch was. Schaufeltechnisch habe ich hier. So, die glatten Steine. Lass ich mal oben. So, und schlafen. Wow. So, die Schaufel verbraten wir jetzt noch. Falsche Richtung, hier lang. Damit ich die Erde das schon mal weg habe. Gehen deine Viecher an mein Feld, dann lernen wir uns kennen, gell? Das ist mein Getreide, das bleibt dort. Werde ich hier zum Hübeli, oder? Lass mich hoch, lass mich hoch. So. Wenn der da rangeht, da rucken wir zusammen, hey, ohne Witz. Ein kleines, süßes Feld. Ist ja noch nicht mal ein Feld. So, hat's einen zerkokelt. Oh mein. So. Ja, hier dieses ganze Geröll, diesen Stein machen wir beim nächsten Mal weg oder die Tage dann.
müssen noch hier den Dreck und die eine Schaufel noch aufbrauchen. Mal gucken, was wir noch machen könnten. So. Habe ich mich gerade erschrocken vor diesem einen Ton. Ich habe gerade gedacht, es klingelt oder so. Aber es ist die Musik. Wie gesagt, es ist echt schade, dass die immer nur so wellenweise anrückt. Das ist irgendwie so das Zeichen, jetzt ist gleich Mittag. Keine Ahnung. So. Die Schaufel hat es nämlich auch gleich geschafft. Jetzt hat es geschafft. Okay. Okay, gut. Also. Euch geht's gut, gell? Ja, das passt. Schauen wir noch geschwind hoch zu den Enten, zu den Hühnern. So. Ja, sehr schön. Geschwind die Eier einsammeln. Ah, die zwei kleinen sind jetzt auch schon groß, ne? Da, guck, neues. Ja. Noch eins. Das ist schön. Wenn immer mehr. Ach, herrlich. Ja, die Größe sollte reichen, gell? Dann wird das da hinten auch noch abgetragen, damit die ein bisschen Weitblick haben. Das wird auch noch abgetragen. Alles wegbetoniert. Wegbetoniert, ne? Geebnet. So, du gehst jetzt bitte mal. So. So, Dele. Dann bringen wir den Dreck weg. So. Und dann machen wir ein paar Holz. Zäune. Dann kümmern wir uns ein bisschen um den Weg dann noch. Da. Die Leine noch. Zu werden. Machen wir hier mit Mai. Zack. Die Blümchen, die haben wir auch noch mal separat gehabt. Das hier. Da ist es doch. Zack. Sehr schön. Holz, 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 da. Nimm die mal mit. So. Ein Holzzaun. Ist das hier mit bei gewesen? Ich suche das jedes Mal, ne? Oh, ich habe keine Stecken. Warte, warte, warte. So geht das. Das ist ein Scheiß, wenn das dazu 9 ging. So, zu wenig Holz.
Ah, jetzt regnet es, sehr gut. Die Eier kann ich nicht so kochen, ne? Nein, geht nicht. Okay. So. Warum wechselst du denn? Aber hat er gemacht. Okay, passt. So. Habe ich den weißen Stein nicht mitgenommen? Was ein Cheatwetter, ne? Da war drei. Ja. Welcher Abstand ist denn gut? Wie viel haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. So kann ich da nicht mehr drauf springen. Ist so? So. Traurig. Drei, vier. Das war schon. Ach komm. Jetzt habe ich zu wenig. Jetzt habe ich zu wenig gemacht. Ach, sag ich wahr. Warum wechselst du denn immer? So. 39 sollten ja wohl reichen. So. Wenn ich schon hier oben bin, warum mache ich nicht eigentlich gleich ein paar Laternen? Wenn mir die Stöcke dann nicht ausreichen. So, wunderbar. Dann. Das reicht schon, denke ich ja mal, für den Anfang. Zäune. Zäune habe ich hier 39. Die Laterne geht mal daher. Tausch mal aus. Zack, und so, Hammer. Der ist ja mal vorbereitet. Ist auch schon wieder dunkel. Ich hoffe, dass der Lama-Verkäufer da wieder unterwegs ist. Sehr gut. Hätte ich gesagt, noch mal vier dazwischen, hä?
Haut nee, ne? Wird doch nix. Weil die hier schon zu nah dran sind, ne? Und wenn ich 5 mache? 5. Zwei, drei, vier, fünf. Vier. Sechs, dann müsste das quasi hier sein. Kann man ja machen. Dann versetze ich das eben um ein. Ist jetzt nicht so tragisch. Glück ist hier alles wiederverwertbar. Stell dir mal vor, man müsste alles nochmal neu machen. So. Wie weit diese Zäune meistens mal weg, das ist auch interessant. So. Da werden Fische. Aber der ist auch schön. So. Hopp, hopp, hopp. Und zack. So ein bisschen pixelgenauer arbeiten, ist auch ein bisschen schön. So, zack, zack. Ja, richtig schön. Also es wird richtig schön hier, wenn man sich das so vorstellt, gell, so als kleine Allee und dann hier links und rechts dann noch ein paar Bäume pflanzen. Ach ja, das hätte was, ne?
Ja, das hätte was. Das hat echt was. Das ist echt schön. Vollkommen entspannt. Oh, schon wieder keine. Hi. Müssen wir noch mal ein paar Zäune bauen. Gleich ist es fertig. Die letzte. Jawohl, perfekt. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Lass eben die Frage, ob man hier das alles verbinden soll. Ob man das noch verbinden soll, das wäre. Oder auf einer Seite, auf beiden Seiten eine Allee durchlaufen lassen. Hier links und rechts Bäume dran. Wäre eine Überlegung wert, sagen wir es so. Und dann basteln wir uns noch da vorne. Ja, einen Weg einmal nach links vorbei. So, oder direkt drüber. Und dann hier rechts vorbei, links vorbei. Ja, könnt ihr mir vorstellen. Jetzt werde ich langsam müde. Wie schaut denn das aus? So, auswendig Ausgang. Wie verarscht ich bin. Ich hab da. Ach nee, ich hab da ein Element vergessen. Ups. Ach ja. Ist ja schön. Zack. Jetzt aber. Zack, korrigiert. Ja, wunderbar, sehr schön. Das freut mich. Nee, jetzt geht nicht, habe ich mir gedacht. Dass man hier nochmal einen Zaun dran setzen könnte. Wegen Halblöcke, ne? Es ist schade, dass das nicht funktioniert. Ja, irgendein. Drama muss es immer geben. So, wunderbar. Da würde ich sagen, haben wir unheimlich viel geschafft.
Immer noch mal geschwind durch. Was haben wir gemacht? Wir haben. Was haben wir denn gemacht? Ja, wir haben auf jeden Fall da hinten das Feld erweitert. Wo hier die beiden Ladies hin sollen. Damit sie Ausgang kriegen. Das wird dann hier quasi gemacht. Das wird alles noch schön gemacht. Wunderbar. Wir haben. Quatsch, kann ich eigentlich von hier machen? Nur aufpassen, wie ich das hier erschossen werde. Wir haben das Lager gebaut. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Schauen uns das an. Gehen wir aber erstmal hierher. Wir haben unsere Hühner gefangen. Super. Vielen Dank nochmal für den Tipp mit den Seeds. Ja, hier, da sind sie. Und es werden immer mehr. Ja, guckt euch das an. Ist das süß oder ist das süß? Das ist mal richtig süß. Voll toll. Da sammeln wir mal noch die Eier ein. Ja. Wir haben mit 5 Hühnern angefangen. Oh, Dankeschön. Wie viel haben wir jetzt? Haltet mal still. Von hinten durchzählen. Das sind 2, 4, 6, 7, 8, 9. So. Richtig gut. Genau, wir haben dann hier diesen Weg noch weitergebaut. Haben wir fertig gemacht. Auf der anderen Seite genauso. Richtig schön. Dann haben wir nochmal eine Tour durch die Höhle gemacht. Haben eigentlich Gold gefunden. Und massig Material. Ist massig Material. Wir haben viel Material gefunden. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Und hier dann der Beginn eines absoluten Lagerverwaltungssystems. Also in ein paar Excellence. Vielleicht kann man das noch irgendwie maschinell durchführen. Dass es dann quasi sortiert reinfluppt mit irgendeiner Technik, mit irgendeinem Trick. Gibt es bestimmt. Ja, genau. Aber wir sehen, das nimmt Form an. Ja, jetzt kann ich da nichts dran machen. Ach, das ist schade. So. Es wäre cool, wenn es so eine schräge Laterne geben würde. Nee. Ah, die kann man auch stellen. Okay, verstanden. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal mit Minecraft Feierabend. Ja. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft schön und vielleicht habe ich noch Bock, Far Cry 1 zu spielen. Vielleicht seid ihr da auch noch mit dabei. Aber ich muss jetzt erstmal eine Pause machen, weil ich merke, ich werde müde. Mal gucken. Ich verspreche nichts. Vielleicht morgen in der Früh. Werden wir sehen. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend, schönes Wochenende, schöne Pfingsten. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.